Hey, oder Max hier, da bin ich auch schon wieder zurück zu einer weiteren Folge von Terraria Calamity Mod. Und ich baue mir mal das Charred Idol zusammen. Müsste Essence of Chaos sein. Mal eben nochmal nachfragen, was unser Guide sagt. Scordian Wings. Die habe ich gar nicht gesehen, die hätte ich mir ja eher machen können als die Pisser-Wings hier. Ah ne, dafür brauche ich Chaotic Bars, die habe ich natürlich nicht. Blutorange, das brauche ich. Soul of Night fehlt dabei. Habe ich sogar noch. Dann crafte ich mir mal zwei zusammen. Und dann gehen wir mal nach unten. Das ist nämlich in der Underworld, in so einem speziellen Biom, das unter dem Abyss spawnt. Kann ich ja mal zeigen. Muss man natürlich erstmal hinlaufen. Und dann brauche ich meine Alcohol Arrows wieder. Die blöden Spinnen. So. Dann laufe ich mal. Oh, Red Devil spawnen jetzt. Ja, klar, wir haben unseren ersten mechanischen Boss besiegt. Das ist eine Mimik. Aufpassen. Ein Starcore. Nice. Hat mir noch gefehlt. So, das lasse ich mal meine Kollegen da handeln. Weil ich bin ein bisschen low on health, ne? Das spawnen aber ganz schön viele Grease. Aber egal, es gibt viele Soul of Knights. Hier nicht runterfallen. Das sollte ich vielleicht mal ein bisschen abbauen, damit ich da nicht so übel viel Schaden bekomme. Steampunker has arrived. Sehr schön. Können schön lange fliegen, das ist natürlich sehr nice. So, hier haben wir diesen neuen Bereich. Vorne noch bestimmte Gegner. Und das nicht wenig. Komischerweise. Und da werde ich mir mal irgendwie eine Ebene zurechtbauen. Damit ich hier besser gegen den Gegner kämpfen kann oder die Gegnerin.
Zum Glück haben die nicht so mega viel Leben. Trotzdem sind die alle schnell. Ja, hier kriegen wir Schaden. So, sehr viel Essence of Cinder. Ich gehe mal eben noch ein Stückchen weiter. Guck mal, was hier noch ist. Na, nicht da reinfallen. Ja, dann müssen wir hier gegen die Dame kämpfen. Ist jetzt nicht so viel Platz, würde ich sagen. Aber ich versuche das einfach mal. So. Machen wir wieder. Ach, da. Schon über rein. Oh, diese Lavafläche hätte ich vorher abdecken sollen. Das hat natürlich reingehauen. Puh. Ist machbar, aber ich muss ein bisschen mehr Vorbereitung hier machen. Das hat jetzt schon übel Schaden gedrückt, ne? Was wir der so angetan haben. Das sollte ja eigentlich kein Problem sein. Ich glaube, ich baue mir mal genau an der Fläche irgendwie. Ah, da ist der Dungeon direkt. Das ist natürlich scheiße. Da werde ich nicht so gut durchkommen. Ja, ich muss mit den oberen Bereichen ein bisschen abbauen, glaube ich. Weil ich habe ein bisschen zu wenig Movement hier. Also ich kann mich nicht so gut bewegen da. Ist natürlich scheiße zu bauen, wenn da immer die ganzen Pisser sind. Naja. Was haben wir hier? Ist das ein Grabstein von mir? Ach, der Tom, der gute alte Händler. Jojo Gloves. Müssen wir natürlich den ganzen blöden Weg wieder gehen. Aber das sollte ich vermeiden, viel Schaden zu nehmen. Hier baue ich mich mal auch eben durch. Es gibt nämlich auch ein bisschen auf den Piss. Na, nicht so viel Schaden nehmen. Eine Bone Serpent.
Ja, es ist schon angenehm, wenn man ein bisschen länger als sonst fliegen kann. Ah, da habe ich den Boden nicht richtig berührt. Schade. Ah, wir sind schon wieder da. Das ging ja flott. So, ich kann leider nicht bauen und angreifen gleichzeitig. Das ist ein bisschen schlecht. Sehr viel Geld zusammenfahren. Nur das Blöde ist, die spawnen so schnell. Durchdashen, aber okay. So, ich lege mir das mal eben hier. Oh, da kommt er schon wieder angefangen. Ne? Ich will das doch nur kurz zu Ende bauen. Gehe ich nochmal zurück und werde mir mal das Cross, naja, nicht so groß schreiben, dann passt es vielleicht auch. Cross Necklace nehmen. Mal eben nochmal gucken, was ich da alles bauen kann. Ja, Yharams Insignie wäre natürlich nicer, ne? Aber ich baue mir ein Star Veil daraus. Guten alten Thinkertable. Ja. Crafting. Thinkers Workshop. Ist doch hier. Okay. Wurde nicht angezeigt. So, kann ich das nicht nochmal upgraden? Ja. Defig Amulet. Das könnte ich eigentlich alles schon zusammen farmen. Panic Necklace kann ich mir. Muss ich mir irgendwo finden oder habe ich das schon? Nein, habe ich nicht. Crafting. Mal eben schauen. Stardust haben wir, Star Veil haben wir, Sharktooth Necklace muss ich finden. Und dann hätte ich alles. Taking Damage makes me move very fast. Increased Armor Penetration by 25. Immune. And Immune Time after being light underwater. And Pickup Range for Mana Stars. Celestial Cuffs habe ich. Jellyfish Necklace natürlich nicht und Sharktooth Necklace auch nicht. Müsste ich dann vielleicht mal zusammenfahren. Aber so haben wir schon mal ein paar Sachen am Start. So.
Dann nicht, dass ich den falschen Bogen wieder nehme. Machen wir das einmal so. Ich buff mich einmal hier. Mit so einem Mikro-Buff. Dann versuche ich das Ganze nochmal. Kann doch nicht sein. Du Pisser, ich wollte eigentlich unbeschadet unten ankommen. Boah, das ist ja ein Guardian, ne? Das passt mir natürlich jetzt gar nicht, ey. Naja, Arid Artifact, was ist das denn? Summons a Sandstorm. Ah, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ja, Broken Armor, Debuff. Das ist scheiße. Der war direkt hinter mir, ich habe ihn gar nicht gesehen. Oh shit. Dann sind wir schon wieder da. Ja, ich habe noch den Broken Armor Debuff, das ist natürlich scheiße. Eine Minute noch. Können wir hier schon mal ein bisschen farmen, wa? Ja, so klappt es doch eigentlich ganz gut. Ich muss nichts machen und kann hier schön ein bisschen Geld fahren. Vor allen Dingen gibt es auch sehr viel Gold. Ich habe schon mal 9 Platin, ey. Ich nehme meine Archery Potion mit raus. Aber sonst noch irgendwas Cooles. Und nehme Titulava, falls ich mal doch irgendwie daneben springe oder so. So.
einmal durchgerannt, einen Platin, ey. So, Broken Armor ist gleich vorbei. Können wir die Dame ja eigentlich mal beschwören. Boah, das sind natürlich schnelle Projektile, ey. So einen Damage boosten. Wieder vor mir aufgetaucht. Ey. Ja, da konnte ich nicht dashen. Oh, ich habe die Buffs gar nicht genommen. Oh nein, es war wieder so knapp. Ich habe die Buff-Potion gar nicht genommen und spring da in die Lava rein. 5000, ey, das hätten wir locker geschafft. Ich baue mir nochmal so ein Beschwörding zusammen. Pfeile haben wir auch noch genug. Soul of Night haben wir auch noch gerade eben so, dass es passt. Mit die Buff Potions hier rausgelegt, aber nichts passiert. Einmal zu Nurse. Heal. So von der Stage her passt es eigentlich. Wieder fast tot, das gibt's doch nicht. Tränke habe ich noch dabei. Ich bin ein bisschen low auf den Tränken. No. Boah, wie viele wollen denn da noch direkt am Anfang kommen, ey? Und dann ich die Dame direkt schon wieder. Oh. Das gibt's doch nicht. Hallo. Ach fuck it. Als ob ich so viel Schaden direkt am Anfang kriege. Das war ja richtiger Fail. Kommt die direkt in mich rein, ich krieg Schaden, 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 Schaden.
Das war ja behindert. Ja, ich glaube, ich sollte mal schlafen gehen, ey. Wir haben 3:30. Aber man kennt das ja, man zockt einmal irgendwie und dann zack, spät. Naja, ich glaube, in der nächsten Aufnahme schaffen wir das. Weil es war ja gerade schon so mega knapp. Und ich glaube, ich suche mal die anderen Teile zusammen, um mir das Necklace fertig zu bauen. Gegen was ich das tausche, weiß ich noch nicht. Falls überhaupt. Oder mal Herzen irgendwie zusammenfarmen. Na ju, dann würde ich sagen, das war's von meiner Seite aus. Bis dahin, euer Mike. Sie.